Hallo? Ja, hallo, hier ist Ibrahim. Sprecht ihr mit Sarah? Kannst du mich verstehen? Ja, ich verstehe. Ja, ich hatte gerade schlechte Verbindung. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke dir. Ja, danke, sehr gut, dann haben wir wieder. Weißt du, wer hier dran ist, ja? Ja, ich habe es immer wieder. Ja, wir hatten ja Kontakt miteinander gehabt und du hast uns geschrieben, dass du dich für Islam interessierst. Ja, du hast uns angeschrieben. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, du wolltest noch nicht direkt den Islam annehmen oder hattest noch Bedenken oder sowas? Eigentlich nicht, aber meine Familie, mein Christentum, ich bin mir nicht sicher, ob ich ganz alleine einfach zum Islam erkennen kann. Ach so, okay, dann. Das heißt, du kommst aus einer christlichen Familie. Bist du Deutsche? Ich bin Deutsch, ja. Deutsch, ja. Kommst aus einer christlichen Familie, so wie ich eins. Und. Und bist ganz alleine und weißt noch nicht so recht. Wie traust du dich wahrscheinlich nicht? Ja, weil ich denke, meine Familie würde dann schon mich mehr oder weniger verachten dafür. Ja. Aber du hast dich schon mit Islam auseinandergesetzt? Hast du den Koran schon gelesen? Ja, also nicht alles, aber ich habe schon einiges gelernt. Ich habe auch den letzten Ramadan gemacht. Mhm. Und ich hätte noch kein Schweinefleisch, also die Regeln kenne ich nicht. Ja. Was ist, was hat dich so an Islam fasziniert, beziehungsweise was hat dich überzeugt, dass du dich für Islam interessierst und dass du Muslima werden möchtest? Also schon als kleines Kind habe ich schon immer mit dem Islam interessiert, von der Schule her. Ich fand die Religion einfach wunderschön, weil alle uns zusammenhalten. Und für mich ist das die einzige richtige Religion, weil ich glaube an Mohammed, ich glaube an alle Propheten und ich glaube auch, dass Jesus so ein Prophet ist, weil ich der Sohn war. Ja, das heißt, das widerspricht, die christliche Lehre widerspricht deinem Verstand? Ganz genau, ja. Mein Verstand, nur mein Herz hat sich widerspricht. Und, ja, so wie ich jetzt rausgehört habe, hast du im Grunde genommen gar keinen Zweifel, dass der Islam richtig ist. Das heißt, im Grunde bist du vom Herzen und von deinem Bewusstsein bist du eigentlich schon Muslima. Du hast sogar im Ramadan gefastet. Ja. Ja, dann sollte dich eigentlich nichts aufhalten, diesen wichtigen Schritt zu machen und offiziell dich zum Islam zu bekennen. Damit du sagst, oh Allah, ich bin deine Dienerin. Oh Allah, nimm meine Gebete an. Und vor allem erst dann, wenn du dich offiziell Allah gegenüber mit dem Glaubensbekenntnis zum Islam bekannt hast. Und bist du dann erst Muslima? Das heißt, es könnte sein, was wir natürlich hoffen, dass der Tod jeden Augenblick eintrifft. Und wenn man dann den Schritt nicht gemacht hat, dann könnte es möglich sein, dass man dann zu den Verlierern wird. Und das wollen wir ja nicht. Ja. Klar, wir haben auch sehr viele Gespräche in der Vergangenheit gehabt mit Brüdern und Schwestern, die genau die gleichen Punkte gebracht haben oder Ängste gehabt haben, wie du jetzt auch. Was denkt meine Mutter? Was denkt mein Vater? Sie werden mich verachten, sie werden schlecht über mich reden. Oder sogar verstoßen. Das gab es auch schon. Aber schau mal, jetzt, es gibt zwei Punkte, die für mich jetzt sehr wichtig wären. Punkt 1, die Menschlichkeit und die Liebe der Eltern zu seinen Kindern. Ich glaube, wenn die Eltern ihre Kinder wirklich lieben, dann werden die, also, ja, das ist so das westliche Verständnis, das, was, so wie ich aufgewachsen bin. Wenn die Eltern ihre Kinder lieben, werden sie dich akzeptieren, werden sie akzeptieren, dass du diesen Weg gehst. Und werden dich trotzdem gut behandeln und dich nicht verstoßen. Und auf der anderen Seite, wenn du überzeugt bist und dich mit dem Islam beschäftigt hast, dann weißt du, dass du dich dieser Wahrheit unterwerfen musst. Dass du sagen musst, oh Allah, ich bin deine Dienerin, ich nehme den Islam an, ich bin deine Dienerin, ich praktiziere jetzt den Islam. Und bestätige, dass du keinen Partner hast, dass der Prophet Mohammed dein Diener und Gesandter ist. Dass du dazu stehst und das auch umsetzt.
und dass dann Taten folgen. Das ist total wichtig, denn du hast im Grunde genommen, oder nicht nur du, sondern wir alle, jeder Mensch die Verpflichtung, sich Allah zu unterwerfen. Und wer dies nicht tut, so sagt Allah sinngemäß im Koran, dass diejenigen, die sich seiner Botschaft nicht unterwerfen, die eine andere Religion begehren, außer dem Islam, dass sie für alle Ewigkeit zu den Verlierern gehören. Ja. Und das ist auch eine Konsequenz. Das ist eine Konsequenz aus der Ungehorsamkeit heraus, die der Mensch immer gegenüber hat. Und wenn du die Wahrheit erkannt hast, dann solltest du eigentlich wissen, dass du ein Geschöpf Allahs bist und abhängig bist von Allahs Wohlgefallen. Das heißt, dein Herz, das schlägt nicht, weil du sagst, schlag, sondern das schlägt, weil Allah gesagt hat, es befohlen hat, es soll schlagen. Und ja. Mit diesem Bewusstsein, mit dieser Tatsache, muss uns klar sein, dass wir abhängig sind von Allah und dass wir ihm danken müssen in Form unserer Untergebenheit und unsere Unterwerfung. Und wenn wir das nicht tun, ist eine Ungehorsamkeit, die ein schlimmes Ende hat. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du diese Sache vor allen anderen Dingen in deinem Leben stellst. Dass das Wichtigste ist in deinem Leben, erstmal zu sagen, oh Allah, du bist mein Herr, du bist mein Schöpfer, Lenker, Herrscher, Herrscher des gesamten Universums. Von dir sind wir gekommen und zu dir werden wir zurückkehren. Und ich möchte dir dienen, ich habe Angst vor der Hölle, bitte beschütze mich vor der Hölle. Das müssen die Gefühle und die Gedanken sein. Deswegen solltest du unbedingt, wenn du schon den Islam im Herzen trägst, davon überzeugt bist und auch bereits angefangen hast zu praktizieren, dich offiziell zum Islam zu bekennen mit dem Glaubensbekenntnis. Wo mache ich das denn? Also, ich kenne so eigentlich keine Das ist auch nicht immer so ganz so einfach, Anschluss zu finden in den Moscheen. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt einige Geschwister, die sich hier melden, die auch den Schritt zur Moschee gewagt haben. Die sind sogar wieder nach Hause geschickt worden mit der Aussage, sie sollen sich jetzt mal beschneiden lassen oder ob sie auch wirklich sicher wären, dass sie Islam annehmen wollen und so weiter. Also, dafür sind wir ja da, Alhamdulillah, um unsere Geschwister, unsere Mitmenschen da draußen zu helfen. Deswegen machen wir diese Arbeit, um euch zu helfen. Und natürlich können wir das jetzt hier sofort zusammen machen, wenn du möchtest. Okay. Natürlich. Okay. Bist du bereit, den größten Schritt, den wichtigsten Schritt in deinem Leben zu machen? Auf jeden Fall, ich bin 100% sicher. Okay, das heißt, du bestätigst, dass der Islam die letzte Botschaft ist, die vom allmächtigen Gott Allah, der keinen Partner hat, zu den Menschen gesandt wurde und dass nach dieser Botschaft keiner mehr kommen wird und die Gültigkeit hat bis zum jüngsten Tag? Ich glaube daran. Du glaubst daran, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen sein auf ihn, der letzte aller Propheten ist und dass nach ihm keiner mehr kommen wird? Und dass es sein Diener und sein Gesandter ist? Ja, ich glaube daran. Und du glaubst nicht, dass Jesus Gott ist oder Gottes Sohn? Nein. Dann sprichst du mir einfach jetzt nach. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Du nimmst jetzt die Absicht mit der Aussprache des Glaubensbekenntnisses, den Islam anzunehmen. Okay. Dann sprich mir nach. Eschhedu. En la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jetzt bist du Muslima. Jetzt bist du meine Schwester im Islam, Sarah. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Alhamdulillah, das freut mich sehr. Das ist toll. Wie fühlst du dich? Was geht jetzt in dir vor? Ich bin total befreit. Ja? Ja, wirklich. Alhamdulillah, muss ich sagen.
Teile haben wir wieder. Das ist schön, das freut uns sehr. Und ich möchte noch eben was ganz Wichtiges mitteilen, und zwar erstmal so zu wissen, dass unser Prophet al-Islam den Islam berichtet hat, über die Menschen, die sich dem Islam unterwerfen, den Islam annehmen, das Glaubensbekenntnis.